Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 in der Remastered-Version mit dem Minerva Steen Add-on. So, wir haben ja gleich mal eine Voice Recorder. Sync. Was? Nee. Singer. Das ist Pearl. Okay. Wer ist Pearl? Pearl ist ein Programm, oder? Der Independent Reasoning Prozessor des Thinkers läuft schon seit mehreren Monaten. Sein Abschneiden bei Standardintelligenztests verbessert sich weiter. Starte täglichen Stimmsynthesetest. Guten Morgen, Thinker. Wie geht es dir? Akzeptabel. Er bittet Fortführung des letzten Konversationsthemas. Pearl Porter. Ah, meine verstorbene Frau. Ja, ich würde dir gerne von ihr erzählen. Ich habe einige alte Audioaufnahmen, die wir gemeinsam angefertigt haben. Die könntest du dir anhören, wenn du möchtest. Akzeptabel. Starte Input der Pearl Porter Daten. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, mein Freund. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an HAL 9000 erinnert. Wenn jemand Odyssey im Weltraum kennt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Sardinen, wir legen hier Sardinen oben auf die Schränke. Und gar nicht wenig. So, was haben wir denn hier? Elektrobolt, yes! Lass dir nichts das Licht ausknipsen. Nutze den Elektroball. Denke daran, dass betäubte Gegner äußerst anfällig für Militärattacken sind. Okay. Ja gut, ich schlag dir meistens nicht. So, hier. Yes! Betäuben Sie Ihre Gegner mit 1000 Volt. Setzen Sie Wasser unter Strom, um den Stromschlag zu verstärken. Ja, ich liebe da einfach den Elektrobolt. Yes! Oh, ich habe immer Angst, die Dinger leben, ey. Mein Licht haben wir sehr an hier, okay. Aktenschrank. Ja, und hier, das sieht immer so aus wie so eine kleine Morse-Dinger hier. So Tickerbänder. Noch mehr Sardinen, Kuchen, ja. Da wird noch vollgestopft. Eigentlich müsste ich schon so ganz fett sein hier. Ah, ein Safe. Ja, hack den Safe, der hat einen Haken, ne? So. Durchsuchen. Jo, das können wir brauchen. Leider haben wir genug Gemini-Geschütze. Okay, dann können wir es halt nicht brauchen. Oh, alles klar. Sonst noch irgendwas hier in dem komischen Computerraum hier? Nein. Ah. Big Sister? Nö. So. Ein Laser Big Daddy. Ich bin auch ein Laser Big Daddy. Moment. Nee, aufmachen ist ganz schlecht. Ich bin keine Büchse. So, komm. Ah, wie ein Muckesäckele hier. So. So, der musste leider sterben für einen guten Zweck. Und meine kleine Heul doch nicht. Warum sprichst du über mich in der dritten Person? Na ja, komm her, meine Kleine. Ja. Ah, da gibt's gleich auch Adam sogar. So. Ja, wobei es hier halt sehr offen ist, die ganze Sache hier. Naja. Ich weiß noch nicht. Warte mal, ich heile mich mal da hinten. Bei Quatsch, ich gebe kein Geld aus, ich mache das mal so. Wenn da ein Pack rumliegt. So, dann machen wir mal folgendes. Hackpfeil, und zwar die Minigeschütze. Eines hier hin. Eines hier hin. Eines da oben irgendwo hin. So. Und eins vielleicht, ja. Eins hier hin, ja. So, Speere, nee. Warte mal, ich hab's gleich. Fallnieten, genau. Noch ein paar Fallnieten hier hinlegen. Viel haben wir ja nicht, aber ja. Muss reichen.
Nur für den Fall, dass hier jemand durchkommt. Ja, sind vielleicht wegen eng gelegt, aber naja. So. Gut, und ich nehme mal den Laser hier wieder. Noch mehr Nieten, Kassette. Aha. So, dann sammel doch mal los, meine Kleine. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Interessant. So, ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Schön, wenn du das sagst. Sehen wir mal, ob du brav bist. Wir noch. Unmöglich. Damit kommst du nicht durch. Doch, dann komme ich durch. Siehst du doch. So, bitteschön. Sonst noch jemand? Echt? Ah, komm ran. So. Oh nee. Ein Fettwanz. Ja, was denn? Der hat sich gleich versteckt hier. So. Die finde ich immer so witzig, wie die immer beim Schock reagieren. Oh, ich glaube, er hat meinen Schitz kaputt gemacht. Hä? Ah, das ist auch kaputt. Na gut, Gott sei Dank kommen die ja nur aus einer Richtung. Könntest du bitte rauskommen? So. Ach, der nervt mich hier. Sag mal. Na, dann nehmen wir dich erstmal wieder mit. Ja. Du mich auch nach Hause? Ja, sicher. Aua! Ah, jetzt kommt er ran, weil ich jetzt immer oben gestanden bin. Der hat gerade vorhin nicht gewusst, wie er an mich rankommt. Okay. So, da kam ja gar nichts. Ich habe gedacht, da kommen vielleicht Gegner, weil das oft so war. So, hier die Gaskammer. Hast du irgendwas Nettes dabei, ja, außer Geld? Viel zu viel Geld. So, hier können wir eine... Nein. Eine Spritze möchte ich bitte haben. Dankeschön. So. Warte mal, hast du Fallnieten oder sowas? Nein, hat er nicht. Laserzellen. Ja, nee. Ich kaufe nicht extra hier jetzt Laserzellen. Weil wir kriegen hier so viel hingestopft in unser Inventar, dass, ja. Da wir mal gar nicht kaufen müssen hier. So. Also sehr lustig, manche manche Leichen tun gleich verschwinden und dann bleibt so eine Kassette zurück und andere wieder nicht. So, mittlerweile haben wir überhaupt keine Sicherheitsbots mehr, das finde ich schade. Eigentlich müsste man mal hier absichtlich Alarm auslösen, um sich neue zu holen. Aber naja, wir kriegen schon wieder welche. Wie fühlt sich das an, wenn deine großen Ziele von einer Maschine vorhergesagt werden? Die Zahlen wissen bereits, was passieren wird. Wird es den Ausgang beeinflussen, dass ich dir das sage? Ich würde mich nicht darauf verlassen. Ach, du, Mr. Wall, ich kann dich überhaupt nicht leiden. So, Minigeschütze können wir uns ein paar kaufen. Fallnieten, ja natürlich, her mit. So, ja, das Ding hat leider nur begrenzten Vorrat. Gut, ist ein Automat, das ist eigentlich plausibel. So, warte mal, wo ist denn das nächste Item? Siehst du das Item? Hier rum. Da drüben. Ja. Hier rein. Hier. So, wo? Ah, hier. Okay. Was steht denn hier alles? Eigentum von Reed Wall. Puh. Mr. Reed, ich hasse dich. So, einmal hier. Dann würde ich sagen, hier wäre ein guter Platz. Natürlich hier an der Treppe. Und hier noch. So, dann noch ein paar Fallensperre. Fallnieten eher gesagt. Speere sind blöd. Ah, da hat jemand Alarm ausgelöst. Hä? Woher was? Was heißt der Hö? Was sagt zum Geist in der Tür?
Aktenschrank, den habe ich übersehen, okay. Nee, ist egal. Hier gibt es so viel Krempel. Ja. Oh, hier habe ich total hier nichts her. Da muss ich mal ganz dicht hier Fallen hinsetzen. So. Speer, nö, Laserzelle wieder. Okay. Dann leg mal los, meine Kleine. Hm? Auf geht's. Denn drin. Engel erinnern sich, also tun wir es auch. An was denn? So. Im Mayen. Er will das Elend verstecken. Aber du findest das Adam doch, du bist doch so eine brave kleine Little Sister. Ah, da hat jemand einen Nieder gefunden. Oder so. Was? Ich brauch gar nichts tun. Ja, erstmal abwarten und Tee trinken sozusagen. Hm? Was Stabiles. Was? Hey, komm her! Zu decken, Leute, hasse ich. So, sonst noch jemand? Nö. Also es ist ziemlich lau hier. Das sagt man nicht, das macht man so. Aua, wer war das? So, komm her. Ja. Ja, mach ich. Das war eine Rakete oder was? Hä? Nee, oder war es so eine Flasche hier? So, dann sammle ich heute meine Nieten ein hier. Sterb selber. Au. Oh nee. Kommt der Fettwanst her hier. Ah, oh, die sind sowas von massiv. Na endlich, so. Jawohl, Fallnieten. Yo. Ich hasse diese Brute-Typen. Zack. Sonst noch jemand, der Stress haben will? Nö, nee, oder? Och, das ist ja noch mehr Aktenschränke. Das habe ich ja alle übersehen. Was sind das da unten? Ach, eine Kassette. Zack, ja, Laserzellen kriegt man laufend hier ins Inventar gestopft. Von daher. So, das Bitzeln hier, okay. Was haben wir denn hier? So. Ja, jetzt ist Schlafenszeit hier. Und erstmal wieder das Gesicht streichen hier. So. Jetzt kannst du in die Haie gehen, hm? So. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen oder so. Oder auf Wiedersehen. Alles klar bei dir oder hast du ein Problem? Ah, okay. Ich helfe dir mal ein bisschen hier. Hm? Komm. Ja, komm. Ja. Jawohl, ich hab's geschafft. So. Da habe ich doch in die reingeguckt. Ja, du hast nur deine Spritze vergessen. Naja, die brauchst du nicht mehr. So, was heißt denn das hier? Eine Leiche, okay. Die Tetspace. Ah, da ist was in die Luft geflogen. So ein Ding ist hier. So ein Butan-Ding oder was auch immer da drin war für Gas. So. Geld, 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 Geld. Würde ich reich. Eine Thermalzelle. Noch mehr Geld. Der hat nichts. So, weg vom Bandsalat bitte. Dankeschön. So. Da liegt noch eine Fallnide drin. Wärmesuchend, jawohl. Brauche ich keine mehr. Was? Wer hat es gesagt? Moment mal. Komm her. Was? Notschalter, okay. Exit. Ja, Ausgang. Ja, da kommen wir aber her gerade, oder? Demonstration. Wir sind alle Sequenzen innerhalb einer Sequenz. Innerhalb einer Sequenz. Innerhalb. Oh Gott. Ja, oh Gott, genau. Der hatte gerade hier einen kleinen Gedächtnishänger, oder was? Was da drüben?
So, bitteschön. Kann ich dich vielleicht haben? Nein. Okay. Was haben wir hier noch? Boah, Treibstoff, ich verwende den ja gar nicht. Handmalereien, McClendon Robotics, aha. Macht das Leben besser. So. Rapture Central Computing ist die beste Wahl für Ihre Firmen-EDV. Ja, der Thinker denkt sogar ein bisschen. Für Ryan Industries. Der Thinker denkt sogar ein bisschen. Was heißt hier Mr. Anderson oder was? Ne, wir sind doch hier nicht bei Matrix. So. Ah, sag mal, ja. Ja, ich sag hier, gibt so viel Laserzellen, von daher. So, wo müssen wir denn jetzt weiter? Hier ist auch nochmal eine Laserzelle. Ich brauche eigentlich gar keine andere Waffe wie den Laser. Ich höre nur, was ich nach seinem Willen hören soll. Was Stabiles. So, bitteschön. Noch mehr Laser. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe gar nicht mehr aufgepasst. Fragezeichen? Nö, Quatsch. Ah, ich muss immer noch das hier finden. Und ja, das hier mit diesen Bots, das ist optional. Das wird ich wahrscheinlich eh nie. Geht jetzt im Betriebstakt oder ich will eigentlich erstmal das hier. Ja, aber wo soll denn dieses komische Gravity Welding sein? So, was haben wir hier noch? Da liegt was drin. Ja, Laserzellen. Okay, wer hätte es gedacht? Habe ich den gehackt? Ja. Verbandskasten. Ja. Ein ordentlicher Stromschlag mit dem Elektrobolt Plasmid sollte dir die Tür zu den Archives öffnen. Ups, daneben. Okay, ich wollte ja nachladen. Schade, dass man es nicht mehr kann. Das konnte man früher an manuell im ersten Teil. Warum haben die das rausgenommen? Oder gibt es da eine spezielle Taste für? Moment mal. Kamera. Wenn du schon das rumschlorst, dann... Zack. Rat. So. Erstmal die Kamera auf meine Seite bringen. Restrooms? Muss ich mal aufs Klo? Ich weiß noch nicht. Vielleicht. So, die Wette. Sehr geehrter Dr. Lam, ich habe heute Ihre Einladung in Ihren kleinen Club erhalten. Ich möchte Ihnen im Gegenzug eine Wette vorschlagen. Nämlich, dass Sie Rapture Central Computing eher brauchen, als ich Ihren halbgaren metaphysischen Mumpitz. Ich betreibe Wissenschaft und nicht das, was immer das sein soll, was Sie da treiben. Halten Sie sich aus Minerva Stand fern und ich sorge dafür, dass die Automaten und Gerätschaften dieser Stadt nicht komplett den Geist aufgeben. Ist das ein Angebot? Okay. Ja, da haben sie mal eine Wette gemacht, okay. Hey! Wer hat dir was erzählt? Das sind alles Lügen. Haha. So, hast du dein Case? Aha, da konnten wir in die Damen rüber gucken. Sehr schön. Hä? Wo ist jetzt? Wo ist die gerade hin? Ich habe die doch da erledigt. Hm, okay. Hat wohl nichts dabei gehabt oder wie? Ah, nee. Die wurde hier hingeschleudert. Und mein Geldbeutel ist schon wieder voll. Ja, hacken. Zack, zack, zack. Warum hacke ich das eigentlich noch? Ich könnte es ja aufkaufen. Das ist ja... Verbandskästen haben wir im Moment auch genug. So, ja, ja. Bomb. Geldbörse. Toilette funktioniert doch. Das ist eine Geldbörse, okay. Also ich würde sagen, das ist eine Handtasche. Einmal alles durchspielen hier. Ach, das Hündel ist schon voll. Dann lade ich wenigstens nach. Trunk. So, okay. Lass uns gucken hier.
Airtight Archives. Ah ja, okay. Gut, ich würde aber mal sagen, hier unsere Folgenzeit ist auch wieder voll. Und ich danke für euer Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.